Hallo und herzlich willkommen bei Luft und Liebe, deinem Entspannungspodcast. Mein Name ist Alexandra Mattes, ich bin Hypnosetherapeutin in Berlin und ich veröffentliche auf diesem Kanal regelmäßig Entspannungshypnosen und Meditationen und Mentalübungen. Für mehr innere Ruhe und für eine bessere Verbindung mit sich selbst und auch einfach nur zum Seele baumeln lassen. Und heute habe ich eine Mentalübung für dich, wobei sie ist eigentlich schon fast eine Meditation. Und zwar geht es heute darum, 5 Minuten lang nichts anderes zu tun, als den eigenen Atem zu beobachten und zu gucken, was das mit dir macht. Dann lass uns einfach mal gemeinsam beginnen. Setze dich aufrecht hin und schließe deine Augen. Nimm einen ganz, ganz tiefen Atemzug und entspanne. Entspanne deine Stirn, deinen Kiefer, dein Gesicht. Entspanne deine Schultern. Lasse deinen Atem ganz natürlich fließen. Und beobachte. Beobachte, wie die Luft in dich ein- und ausströmt. Beobachte, wie die Luft deine Lunge wie so ein Ballon ein wenig aufbläst und dann wieder sich zusammenziehen lässt. Beobachte das Heben und Senken deiner Brust. Und auch deines Bauches. Das Ausdehnen und Zusammenziehen. Vielleicht kannst du auch das zarte Rauschen deines Atems hören. Beobachte die Länge deiner Atemzüge. Vielleicht sind deine Atemzüge unterschiedlich lang. Mal tiefer, mal weniger tief. Vielleicht auch ganz regelmäßig. Forciere nichts, erzwinge nichts, lass einfach sein, so wie es ist.
eine Minute. Atme mit der Haltung der heiteren Gelassenheit. Und dann komm langsam zum Ende dieser Übung. Nimm einen tiefen Atemzug. Und wenn du möchtest, dann bewege deine Schultern, deinen Oberkörper. Du kannst dich auch recken und strecken und gähnen. Und komme dann, wenn du soweit bist, wieder an. Öffne deine Augen. Genau so. Wie fühlst du dich jetzt? Ist etwas anders als vorher? Bist du ein bisschen ruhiger als vorher? Oder war das für dich nichts? Bist du vielleicht noch unruhiger? Na dann, ich empfehle dir, wiederhole diese Übung immer mal wieder. Vielleicht, wenn du dich gestresst fühlst oder wenn du einfach mal ein bisschen entschleunigen und ein bisschen runterkommen möchtest. Und es reichen auch 3 Minuten, selbst 1 Minute. Probier das mal aus für dich. Und ich gebe dir den Tipp, integriere diese kleinen Achtsamkeitsübungen, diese kleinen Übungen für mehr Gelassenheit in deinen Alltag. Na dann, gehab dich wohl, hab einen schönen Tag, eine schöne Woche. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dahin, auf Wiedersehen.